Heute befrage ich Sandra Völker. Hallo Sandra. Hallo Emmy. Sag mal, wie viele Medaillen hast du eigentlich schon gewonnen? Wie viele es genau sind, weiß ich gar nicht. Aber es sind, glaube ich, mehrere hundert. Wow, mehrere hundert? Und die sind alle in deinem Zimmer? Nein. Nein, das, so viel Platz habe ich gar nicht. Ein paar habe ich bei mir zu Hause. Olympische Medaillen zum Beispiel und auch von der Weltmeisterschaft. Die sehen auch so ganz schick aus. Und die anderen habe ich alle in Kartons gepackt, weil das so viele sind. Kannst du eigentlich kochen? Ja, ich kann kochen. So richtig gelernt habe ich das, als ich meine Tochter bekommen habe. Habe ich angefangen, für die selber zu kochen. Was kannst du denn eigentlich am besten kochen? Spaghetti Bolognese. Wie alt ist denn deine Tochter? Kann sie schon schwimmen? Die ist jetzt 4. Und ja, sie kann schon schwimmen. Und kann sie schon richtig gut schwimmen? Ja, sie hat sich das selber beigebracht und hat so einen ganz eigenen Stil. Wie schwimmt sie denn? Sie kombiniert immer Sachen. Also sie macht dann mal Brustbeinschlag und macht dann vorne so Hundekraulen oder Delfinbeine und Brustarme. Aber am liebsten taucht sie. Immer so wie so ein Delfin. Immer ist sie unter Wasser eigentlich mehr als über Wasser. Du bist ja schon so viel geschwommen. Was hast du denn sonst gemacht, als du ein Kind warst? Also ich habe erst relativ spät angefangen, ganz viel zu schwimmen. Bis ich 12 Jahre alt war, habe ich ganz viele andere Sportarten gemacht. Und dann bin ich natürlich zur Schule gegangen und habe auch mein Abitur gemacht. Und dann, als ich dann aber Leistungssportlerin geworden bin, bin ich natürlich immer viel unterwegs gewesen. Aber ich habe wie alle anderen Kinder auch viel gespielt oder war im Freizeitpark, Fahrrad gefahren, habe mich mit Freunden getroffen. Das war nur alles viel, viel weniger als bei anderen Kindern. Und was machst du jetzt? Und jetzt bringe ich eigentlich den Menschen Schwimmen bei. Also weil ich ja selber sehr, sehr viel und lange geschwommen bin, habe ich dann irgendwann herausgefunden, wie das noch viel einfacher und viel leichter geht. Und deshalb biete ich dann Seminare an, dann kommen die Menschen alle zu mir und dann bringe ich denen das bei. Und ich erzähle auch darüber und versuche den Menschen zu sagen, dass es noch viel leichter und einfacher geht. Ja, du musst es ja wissen. Schwimmst du denn selber noch viel? Das geht. Also ich wünschte mir manchmal, ich könnte ein bisschen mehr schwimmen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann gehe ich auch noch mal schwimmen. Es ist aber nicht so regelmäßig im Moment. Das kann ja nicht alles sein, was du machst, wie Leuten Schwimmen beibringen. Ja, das stimmt. Ich habe auch noch eine Stiftung und die kümmert sich um Asthma- und allergiebetroffene Kinder. Und da haben wir ein Infotelefon zum Beispiel eingerichtet in diesem Jahr, dass dort die Familien und auch die Kinder und Jugendlichen selbst anrufen können und fragen können, wie sie noch besser mit der Krankheit umgehen können. Weil es oft schwer ist, dass sie nicht so richtig Luft bekommen und Schwierigkeiten haben mit der Atmung. Und eine ganz wichtige Sache ist zum Beispiel, dass sie Sport machen. Hast du schon mal etwas ganz Blödes getan und ganz viel Ärger bekommen? Ja, habe ich. Und zwar wir haben früher in einem Wohnblock gewohnt, wo drumherum so ein geschwungener Bürgersteig war. Und da bin ich Fahrrad gefahren, habe meine Augen zugemacht und habe so getan, als wäre ich blind. Und bin dann freihändig gefahren. Und dann bin ich gegen unser Auto gefahren und habe den Seitenspiegel abgebrochen. Und dann bin ich aber nach Hause gegangen und habe gesagt, ich war das nicht. Sind sie aber doch da drauf gekommen, weil ich so schlecht lügen kann. Und dann gab es Ärger. Musste ich von meinem Taschengeld einen neuen Seitenspiegel kaufen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Aber für dich, nicht wie Welt gehen oder so. Gesundheit. Wenn ich nur einen einzigen Wunsch hätte, dann Gesundheit. Ich habe auch gerade einen Wunsch. Und welcher ist das? Dass wir gleich ins Wasser springen. Ja, na dann mal los.